Hi Leute und herzlich willkommen zu einem Weltenbau-Video hier. Ja, diesmal ist das Festgelände dran und ich habe es so lang herausgezögert, wie nur irgendwie möglich ist. Denn das ist ein bisschen, nicht kompliziert, aber umständlich. Ja, hier habe ich erstmal mit einem normalen Park angefangen. Und hier, ich wollte so gerne auf dem Festgelände in der Mitte einen kleinen See haben und eine Bogenbrücke, die über den See geht. Das macht man mit dem Constraint Floor Elevations Tool, Cheat, und man nimmt das Veranden-Tool und macht erstmal hier eine Foundation, ja, das, was eben unten drunter ist manchmal. Und dann hat man sozusagen, dann löscht man das Fundament. Fundament heißt das, genau, auf Deutsch. Das löscht man dann und dann nimmt man den Constraint Floor Elevations Cheat. Hier hatte ich ihn dummerweise gerade deaktiviert. Ich habe ihn also einfach nur falsch eingegeben. Das habe ich dann aber jetzt gleich, glaube ich, bemerkt, dass jetzt habe ich es bemerkt und dann ging das auch schön brav hoch. Dann habe ich jedes Mal einen Klick gemacht, also die Landschaft um einen Klick erhöht und das eben jeweils nochmal um einen Klick erhöht. Hier hatte ich keine Ahnung, was da passiert ist. Ja, da war ich ein bisschen verwirrt. Das ging aber dann doch auch. Und ja, dann ist aus dieser schönen Brücke eine Bogenbrücke geworden, die mir sehr, sehr, sehr gut gefällt. Und am Ende sieht der Park auch sehr hübsch aus. Und ja, dann habe ich hier erstmal so ungefähr die groben Umrisse des Teichs bestimmt. Ich war mir noch nicht ganz sicher, aber dann habe ich da beschlossen, dass ich sie einfach aufmalen kann mit den Geländefarben. Mit den Geländefarben. Da gibt es ja das Teichufer. Da habe ich das hier noch alles, glaube ich, gleich rückgängig gemacht. Das war nicht ganz so einfach, das von Anfang an zu machen. Ich glaube, jetzt ist das alles. Genau, und dann zeichne ich so ungefähr die Umrisse vom Teich auf, wie ich den Teich haben möchte. Und denn es sollte nicht zu groß sein, der Teich, aber auch nicht zu klein. Weil eben bei dem Festgelände sind ja teilweise ziemlich große Attraktionen dabei, wie das Spukhaus, die Rollschuhbahn, die Tanzfläche im Frühling, das Fußballtor im Sommer und so weiter. Also da braucht man dann ja doch ein bisschen mehr Platz. Und ja, weil die Brücke hier so ein bisschen merkwürdig aus dem Nichts herausragt, habe ich beschlossen, also hier zeichne ich erstmal noch so einen Pflastersteinweg, der geht rund um den Teich und dann ja zum Ausgang. Und ich glaube, zum Toilettenhäuschen gibt es dann einen Dreckpfad sozusagen. Denn ein Toilettenhäuschen habe ich auch noch gebaut. Aber ich glaube, zuerst habe ich den Teich so ein bisschen gemacht. Ah ja, dann ist das hier noch kein Festgeländetyp, das ist noch der Typ großer Park, aber ich wollte ungefähr die Attraktionen schon mal platzieren, damit ich weiß, wo ich ungefähr mit den Größenordnungen, wo was gut hinpasst. Und ja, das habe ich hier so grob schon mal getan. Und ja, hier habe ich vergessen, eine kleine Pause rauszuschneiden, das mache ich nämlich normalerweise immer. Und dann habe ich das hier so grob schon aufgeteilt, damit ich weiß, wo was hinpasst, wo Pflanzen hin können, wo Bäume hin können und so weiter. Und dann gibt es eine kleine Rollschuhbahn, weil die große wäre einfach zu groß geworden. Das wäre dann nicht mehr schön gewesen. Ja, und das sind so ungefähr die Attraktionen für den Frühling. Die könnt ihr aber dann auch noch sehen, wenn ich dann das Festgelände als solches markiert habe. Und ja, jetzt kommt erstmal das Klohäuschen. Das ist ja so ein kleines Häuschen, denn ich finde das immer ein bisschen unpraktisch, wenn man einen großen Park hat und da den halben Tag verbringt und dann irgendwann müssen die Sims ja nun mal aufs Klo und da ist dann so ein Klohäuschen schon sehr praktisch. Ja, das ist ein einfaches Klohäuschen, mehr gibt es dazu nicht zu sagen. Ich richte das hier gleich ein, mache ein bisschen die Wände so ein bisschen, nicht die Wände, sondern die Türen ein bisschen anders. Ja, die Fenster sind mit Traumkarrieren gekommen für das Grundstück als
Park braucht ihr keine Erweiterung, das geht auch mit dem Grundspiel, aber für das Grundstück als Festgelände braucht ihr natürlich Jahreszeiten, denn damit kam ja das Festgelände überhaupt erst mit den Jahreszeiten. Und ja, hier sind wieder Fliesenboden, ganz normal, und Anstrich an der Wand. Und ja, ich weiß jetzt gerade gar nicht, was ich hier da noch groß zu sagen soll. Ja, ist halt ein Klohäuschen. Und was habe ich jetzt hier gemacht? Jetzt habe ich hier, glaube ich, angefangen, ungefähr so ein paar Pflanzen zu platzieren. Ich habe das diesmal ein bisschen durcheinander gemacht. Vor allem die Jahreszeiten, nicht weil, also ich habe mich schon versucht, an den Jahreszeiten zu orientieren, aber mir ist zwischenzeitlich immer mal wieder eingefallen, hey, hier habe ich noch was vergessen, ah, da wollte ich noch was kurz platzieren, und dann habe ich ein bisschen zwischen den Jahreszeiten hin und her geswitcht. Ich hoffe, das ist nicht zu schlimm, aber ja, hier komme ich jetzt zu dem Ding, was ich sagen wollte. Ich wollte nämlich hier so aus Stein so ein bisschen ein paar Brückenpfeiler machen, also dass die Brücke bei den Steinen startet. Da ist die sozusagen abgestützt auf diese Steine, und dann habe ich da Pflanzen drumherum platziert, dass das nicht so ganz so merkwürdig aussieht, dass man so ein bisschen die Steine erkennen kann, aber ja, nicht nur, also dass da auch noch Pflanzen dabei sind, weil das macht das Ganze immer schön realistischer. Und dann habe ich hier sogar eine Wildrose platziert und so ein bisschen Erika. Das finde ich schön, aber das Problem ist beim Teich natürlich, dass die Erika sich nicht an den Boden anpassen, sondern die schweben dann, wenn die ein bisschen auf den Teich hinaus platziert sind, in der Luft. Allerdings fällt das, glaube ich, bei dem bisschen, was ich da platziert habe, nicht auf. Dann habe ich hier ganz viel, weil das ja ein Teich ist, ganz viel Rohrkolben platziert, Spitzwegerich und Buchsbaum habe ich auch noch ein bisschen platziert und ein bisschen von diesem Unkraut, und dann hier auf dem anderen Brückenpfeiler auch noch so ein bisschen, ja, die Brückenpfeiler bewuchert, wenn man das so nennen kann. Die Stützen bewuchert, bepflanzt, und ja, hier dann wieder auf der anderen Seite genauso wie auf der ersten Seite auch Farne, Buchsbäume, Rohrkolben, und dann habe ich, glaube ich, jetzt hier angefangen, genau, die Erde so ein bisschen als Erde zu malen, mit dem Geländeanstrich, dass das nicht so ebenmäßig aussieht, denn das sieht meistens irgendwie blöd aus. Deshalb, ja, ist das hier mit so ein bisschen Erdschattierung, kann man das so nennen? Ich denke mal schon, ist das hier so ein bisschen die Erdschattierung. Ja, danach habe ich das auch auf dem gesamten Grundstück gemacht und dafür gesorgt, dass der Rasen nicht ganz so perfekt aussieht. Ich glaube, ich habe hier dann auch noch Pflanzen platziert aus dem By-the-Bug-Menü. Und aber das, ja genau, hier habe ich dann den Rasen noch so ein bisschen mit Erde durchzogen. Ja, das habe ich hier die ganze Zeit gemacht, und dann habe ich jetzt die Sachen wieder entfernt, genau, dann, und dann glaube ich auch schon, entweder jetzt, ah ja, ich hatte hier die Brücke, die hat mir ja von der Farbe, hatte ich noch gar nicht fertig gemacht, hat mir noch gar nicht gefallen, deshalb habe ich die hier jetzt noch eingefärbt, und ich glaube, danach kommt auch noch das Klohäuschen dran, das, also mit der Inneneinrichtung, die kommt dann noch dran, und ja, dann ja, habe ich hier den Zaun nochmal neu gemacht in der richtigen Farbe, und dann auch das Holz der Brücke, das war so ein bisschen zu hell, und das habe ich dann hier dunkler gefärbt, aber dann war das zu dunkel und dann habe ich es wieder ein bisschen heller gemacht. So, das ist die Brücke. Und ja, jetzt habe ich dann, ach so, klar, Fische in den Teich platziert, denn das ist natürlich ein Teich, wo man drin angeln soll. Und außer im Winter, da ist der zugefroren, dann habe ich noch Wildblumen platziert, Schmetterlinge, Käfer und Samen auch und die ganzen Pflanzen hier, so ein paar. Nicht so viele sind es, aber ein paar Pflanzen, dachte ich mir, können nicht schaden. Dann habe ich hier bei dem Spitzwegerich hier auf der anderen Seite auch noch ein paar Pflanzen platziert. Und ja, dann nur noch die Insekten. Und ich glaube, dann mache ich jetzt noch das Klohäuschen. Ah ja, noch ein paar Seerosen, denn die sind ganz süß.
Was ein bisschen doof ist, ist, durch die Seerosen kann man, glaube ich, im Winter nicht auf dem Teich Schlittschuh laufen, aber da bin ich mir jetzt nicht ganz sicher. Und dann habe ich hier jetzt das Grundstück in ein Festgelände umgewandelt und weil ich den Baidibak-Cheat schon aktiv hatte, kann man hier die silberne Kugel sehen und die dient als Jahreszeitenzuweiser. Da gibt es einmal, man kann die Jahreszeiten generell, glaube ich, einstellen. Also das ist dann sozusagen der Park, wie es aussieht, wenn keine Jahreszeiten aktiv sind. Dann gibt es natürlich den Frühling, den Sommer, den Herbst und den Winter und dann gibt es noch die Errichtungsphase. Das ist dazwischen, weil es ist ja immer zwischen den Jahreszeiten ein Tag frei. Also da ist gar nichts am Park. Ich dachte eigentlich zuerst, das wäre die normale Phase, wie wenn die Jahreszeiten deaktiviert sind. Aber da wurde ich eines anderen belehrt, aber ich habe die Errichtung nicht platziert, weil ich habe mir gedacht, ich habe die ganzen Sachen in dem Generalkram platziert. Hier die Toiletten, das bedeutet dann, die sind immer da, die Sachen, und auch während der Jahreszeiten. Und ja, das sind die Toiletten, dann glaube ich die Picknicktische, eine Feuerstelle und ein paar Schachtische. Die Schachtische habe ich aber im Nachhinein erst platziert. Und ja, hier habe ich jetzt so ein bisschen das Bad, die Toiletten gemacht mit einem Seifenspender und dem Handtuchspender aus Late Night. Ansonsten sind die Sachen alle aus dem Grundspiel. Außer die Lampe, glaube ich. Diese UV-Neonröhre ist, glaube ich, auch aus Late Night, aber da bin ich mir nicht ganz sicher. So, dann habe ich die ganzen Zuchtstationen, da war ich mir nicht ganz sicher. Ich glaube, die kommen nämlich im Generalmodus nicht vor, weil Baumodus-Sachen kommen im Generalmodus, gehen von alleine in den Generalmodus sozusagen, aber Zuchtstationen, Pflanzen und so weiter, die sind ja im Kaufmodus, also Sachen aus dem Baidibak-Menü, die verschwinden sozusagen auch. So, und jetzt habe ich die Jahreszeiten umgestellt, da sieht man die Sachen, die in dem General-Tab sozusagen platziert sind, die erscheinen so ein bisschen transparent. Und dann kann man sozusagen sehen, wo die sind, aber trotzdem noch die Attraktionen platzieren. Und ja, hier habe ich jetzt die ganzen Frühlingsattraktionen platziert. Das ist einmal diese Tanzfläche, dann dieses Liebesinspektor, dann natürlich die Fotobude für den Frühling. Und dann habe ich hier um die Tanzfläche ein paar Bänke platziert und dann noch natürlich eine Musikanlage, denn ohne Musikanlage kann man nicht tanzen. Und die habe ich an zwei Säulen platziert. Das habe ich jetzt hier nämlich noch geändert. Und ja, wenn ihr auch wissen wollt oder wenn ihr auch mal ein Festgelände bauen wollt, dann kann ich in der Infobox ein Tutorial oder zwei Tutorials dafür markieren, verlinken natürlich, meinte ich. Ja, jetzt kommen hier die ganzen Frühlingsattraktionen, die Kussbuden, dieses Hufeisenwurfspiel und die Rollschuhbahn. Und wenn man dann die Jahreszeiten umändert mit diesem Jahreszeitenmarkierer mit der Kugel, dann verschwinden die Attraktionen aus dem Sommer. Die Generalsachen bleiben wie immer da, aber ja, das ist jetzt hier der Sommer. Ich habe auch noch gar nicht gesagt, das mache ich, glaube ich, doch, das mache ich am Ende. Und diese Feuerstelle ist dann auch im General dieses ganze Jahr über, glaube ich, verfügbar. Das habe ich dann noch geändert. Dann gibt es hier natürlich das Fußballtor, die Wasserspaßarena, also die Wasserbombenschlachtarena, dann ein Hotdog-Wettessenstand, dann natürlich die normalen Essens- und Losstände, die man besuchen kann sozusagen, eine Gesichts-Make-up-Bude und dann natürlich die Fotobude. Und was habe ich jetzt hier gemacht? Ach ja, dann habe ich jetzt hier, glaube ich, schon das nächste. Ach nein, dann bin ich nochmal in den General-Tab geswitcht, weil ich gesehen habe oder bemerkt habe, ich habe ja gar keine Lampen platziert. Und das muss ich natürlich dann noch unbedingt, weil ohne Lampen ist das natürlich viel zu dunkel. Dann habe ich im Großen und Ganzen diese großen Lampen platziert, aber an der Brücke und um den Pfad so kleine Gartenlämpchen, die sind ja auch ganz hübsch. Und ja, dann bin ich jetzt wieder in den Frühling zurück, habe gesehen, ob ich dann vielleicht noch irgendwie spezifisch für den Frühling eine Lampe platzieren soll. Und
dann habe ich das auch im Sommer gemacht und ich glaube, jetzt geht es dann in den Herbst. Genau, das ist der Herbst jetzt hier, kann man sehen an den Kuchen, denn Kürbisse, Herbst, ist ja klar. Da habe ich einen Kuchenwettessen-Stand platziert, dann natürlich das Spukhaus, dann wieder die Gesichtsschminkbude und ja, den Apfelbeißbottich, denn eigentlich ist es nicht gut, wenn man nass wird, aber ich hatte mir auch gedacht, Äpfel sind im Herbst reif und deshalb macht das schon Sinn, das in den Herbst zu platzieren. Dann habe ich noch diese Feuerstelle, die große, aus Studentenleben platziert. Die habe ich auch im Winter platziert. Allerdings, wenn der Schnee zu tief ist, dann kann man die im Winter nicht benutzen. Das hatte ich im Test dann gesehen. Aber ich habe sie jetzt mal trotzdem da gelassen, weil es ja nicht immer schneit im Winter. Und dann kommen natürlich noch Kürbisse hierher und Strohballen, denn die Strohernte oder Heuernte ist ja auch so im Spätsommer, Frühherbst. Deshalb passt das doch eigentlich ganz gut. Und dann habe ich noch Vogelscheuchen platziert. Dann habe ich gesehen, dass man die Frühlingseier, die man sammeln muss, glaube ich, selbst manuell platzieren muss. Ich dachte nämlich, das geht vielleicht über eine Zuchtstation, aber ich hatte keine gefunden. Und ja, dann habe ich hier noch ein paar Strohballen als Deko platziert. Die Rollschuhbahn wieder. Und dann nochmal so ein Hufeisenwurffeld. Und ich glaube, das war's. Ja, dann habe ich nochmal Lampen spezifisch für die Attraktionen platziert. Grabsteine natürlich um das Spukhaus drumherum, denn das ist ja gruselig. Und ich glaube jetzt, genau, jetzt kommt das Winterfest. Das ist dann natürlich mit Schnee verbunden. Deshalb ist hier auch eine Schlittschuharena, dann die große Snowboard-Halfpipe und... Was kommt jetzt? Dann kommt hier die Wasserspaßarena, die aber im Winter dann natürlich zur Schneeballschlacht wird. Das geht aber, glaube ich, nur im tiefen Schnee und nicht im mitteltiefen Schnee, weil ich hatte nämlich die Fotos und das Probespiel sozusagen im mitteltiefen Schnee gemacht und da hieß es, der Schnee sei zu tief. Dann kommt hier natürlich auch noch eine Feuerstelle hin. Hier habe ich ganz kurz die Schachtische platziert. Das ist dann wieder im Generaltab sozusagen und... Dann bin ich jetzt aber auch gleich wieder im Winter, genau. Nein, im Frühling bin ich. Was mache ich? Ach so, ich habe die Eier hier platziert. Im Nachhinein habe ich gesehen, das sind viel zu viele Eier gewesen. Aber, ist jetzt wurscht. Ich konnte sie nicht mehr entfernen. Genau, das war das Blöde. Das hatte ich nämlich versucht. Und dann habe ich hier auch noch so ein bisschen Feuerwerk platziert. Diese Raketen, die man hochschießt, die dann im Nachbarschaftsmodus so ein hübsches Feuerwerk machen. Und dann diese Blätter und dann noch so ein Liebesmaibaum. Ein Hochzeitsbogen wäre wahrscheinlich auch sehr schön gewesen für im Frühling. Aber ich hatte ja auch noch vor, eine Kirche zu platzieren als Gemeinschaftsgrundstück, wo man dann eben heiraten kann. Deshalb, dachte ich mir, kommt das jetzt nicht hierhin. Dann habe ich im Herbst noch ein bisschen mehr Deko platziert und hier glaube ich auch nochmal Feuerwerke. Im Winter habe ich aber kein Feuerwerk platziert. Genau, das ist jetzt der Winter hier. Da habe ich hier noch die Beleuchtung für den Winter gemacht. Und dann nochmal so ein kleines Schild für die Verkaufsstation und dann noch ein paar Sachen, die ich vergessen habe. Im Sommer zum Beispiel diese Bräunungsbude. Ich sag immer Bude, weil mir der Name nicht einfällt. Und jetzt bin ich auch schon fertig. Ich hoffe, euch hat das Video gefallen. Und ja, benannt habe ich diese nach Frühlingsfest heißt Liebe liegt in der Luft. Das Sommerfest heißt Rollschuh und Wasserspaß. Das Herbstfest heißt Gruselspaß. Und das Winterfest heißt Schnee und Eis. Ja, das war's jetzt von mir. Jetzt kommen noch viele Screenshots von den ganzen Jahreszeiten. Ich hoffe, es hat euch gefallen und wir sehen uns in einem neuen Video. Tschüss!